Ja, herzlich willkommen. Schön, dass du dabei bist. Herzlich willkommen zur Glaubenskonferenz 2020. Der letzte Abend davon, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat. Wir haben die letzten Tage so eine gute Zeit miteinander gehabt und wir freuen uns auf den Abend heute miteinander. Wir sind Josh und Irene. Genau, und wir dürfen heute ein Gespräch führen mit Elias und mit Coletta. Und wir freuen uns total auf den Abend heute. Was war zum Beispiel etwas, vielleicht in den letzten zwei Tagen, was ihr cool gefunden habt an der Konferenz? Also den besten Moment sozusagen, den ich gehabt habe, war, wie unsere Pastorin, die Conny Klauber, gestern gesagt hat, wir sollen uns daran zurückerinnern, unseren ersten Moment nach unserer Rettung. Und das hat mir wieder so voll den Schub gegeben, irgendwie weiterzuleben, also weiterzumachen und noch mehr zu geben für Jesus. Weil es wieder so war, so beim ersten Mal war es so stark und so cool. Und das möchte ich einfach wirklich durchgehend haben. Und das war so ein Moment, der mich voll gecatcht hat. Also das war richtig, richtig cool. Cool. Amen. Voll gut. Für mich war es generell die Stimmung auf der Konferenz. Ich mag es einfach so, dass wir hier zusammenkommen und du merkst, alle Leute haben denselben Spirit hinter dem Ganzen. Wir sind alle Leute des Glaubens und es ist so angenehm, weil wir uns gegenseitig stärken. Auch die Gespräche, die wir dazwischen so haben, zwischen den Sessions, ist jedes Mal Urlaub für meine Seele und für meinen Geist, würde ich sagen. Ja. Und auch die Lobpreiszeiten, ich genieße einfach extrem in Gottes Gegenwart, gemeinsam zu sein mit den Leuten, die ich so gern habe. Ja, voll. Ja, wir freuen uns, dass ihr alle dabei seid und wir wollen auch nur ganz am Anfang alle unsere Watch-Partys begrüßen. Schön, dass ihr alle eingeschaltet habt. Wir freuen uns riesig, dass ihr alle auch einfach online dabei seid und wir beten wirklich, dass ihr wirklich Gottes Gegenwart heute ganz besonders mitbekommen werdet und dass ihr wirklich eine Atmosphäre des Himmels auch bei euch zu Hause habt. Schön, dass ihr dabei seid. Ja, voll, wenn du auf YouTube gerade schaust, dann schreib rein in den Live-Chat, von wo du schaust. Gib uns einen Shoutout, damit wir Hi sagen können zu dir. Wir freuen uns total, dass ihr alle dabei seid. Und wir haben Elias und Coletta hier und sie sind von der Freikirche, von der Cornerstone-Freikirche in Mödling, wo Peter und Conny Gläuber die Pastoren sind auch deine Eltern. Und wir haben ein cooles Thema, über das wir jetzt heute reden können, und zwar das Thema Berufung. Und Berufung ist echt ein wichtiges Thema, auch ein Thema, was jeden Christen beschäftigt, weil wir alle wissen oder wir alle haben die Frage, was möchte Gott, dass ich mit meinem Leben tue? Und jemand hat einmal gesagt, es gibt zwei wichtige Tage im Leben von jedem Menschen, der Tag, an dem er geboren wurde und der Tag, an dem er herausfindet, warum. Und ich denke, dass das richtig reinspielt in das Wort Berufung. Wozu bin ich auf dieser Erde? Und die Bibel sagt in 2. Timotheus, Kapitel 1 und Vers 9 sagt es: Er hat uns errettet und berufen mit einem heiligen Ruf, nicht aufgrund unserer Werke, sondern aufgrund seines eigenen Vorsatzes und der Gnade, die uns in Christus Jesus vor ewigen Zeiten gegeben wurde. Also jeder einzelne von uns ist als gläubiger Mensch, wir sind berufen mit einem heiligen Ruf. Gott hat einen Plan für unser Leben und etwas, was er möchte, dass wir tun. Und da geht es nicht einfach nur darum, um was ist meine Aufgabe, sondern da geht es auch, glaube ich, ein Stück weit in das hinein, wer möchte Gott, dass ich bin. Ja, das Schöne ist schon, dass es einfach eine Aufgabe ist, aber es ist eine Aufgabe einfach mit einem ewigen Wert. Es ist was, was nicht nur zählt hier auf dieser Erde, sondern es hat wirklich Ewigkeitswert. Und das ist das, was Gott da in uns hineingelegt hat. Und ich glaube, wir alle verspüren auch dieses Bedürfnis, nach dem zu suchen und zu streben, was Gott einfach für uns vorbereitet hat. Ja, und Elias und Coco haben beide etwas zu sagen zum Thema Berufung. Und wir wollen einfach jetzt ein bisschen hören, was jetzt gerade so los ist in eurem Leben und also in Bezug auf Berufung. Welche Schritte macht ihr gerade in Richtung Gottes Berufung für euer Leben? Elias, vielleicht magst du erzählen, in welcher Situation dass du jetzt gerade bist. Ich habe letztes Jahr im Sommer maturiert und dann stellt sich die Frage wie bei jedem anderen so, was machst du jetzt? Nach der Matura machst du erstens einmal Zivildienst oder Bundesheer. Und mir wurde diese Frage abgenommen, weil ich einen Brief auf einmal bekommen habe vom Bundesheer, dass ich das verpasst habe einzureichen. Und somit war für mich vorbestimmt, dass ich zum Bundesheer gehen soll. Und das war für mich eigentlich nicht das, was ich wollte. Und
haben wir gedacht, boah, vielleicht, weißt du, wenn ich jetzt den Zettel noch nachschicke, könnte ich vielleicht doch zum Zivildienst, vielleicht geht das irgendwie, sind die gnädig mit mir und das geht. Und ich mache diesen Brief halt mit, ja, sorry, ich habe das verpasst, diese Frist, möchte das abschicken. Und wie ich zu dem Briefkasten gehe, um den Brief reinzuschmeißen, sagt der Heilige Geist auf einmal zu mir, stopp, mach das nicht, mach den Brief nochmal auf und schreib rein, dass du an Jesus glaubst, dass du in eine Freikirche gehst und schick den Brief so ab. Und ich habe mir gedacht, okay, das ist wirklich weird. Und haben wir gedacht, wenn das jetzt nicht hinhaut, dann bin ich dort beim Militär nicht nur nicht gern, sondern dann bin ich auch noch der Blöde, der an Jesus glaubt. Der das extra noch so schreibt, so hey, ich kann leider nicht kommen, weil ich glaube an Jesus. Und ich habe gedacht, okay, der Heilige Geist, wenn du nichts vorhast, dann ist das keine gute Situation für mich. Und ich schicke den Brief ab und ich wäre einberufen worden im Jänner. Und habe halt einen Job gebraucht in der Zwischenzeit und war dann Probearbeiten wo. Und nach dem Probearbeiten schaue ich auf mein Handy, anrufe ihn ab, wir sind von einer fremden Nummer, ich rufe zurück. Und dann spricht eine Stimme mit mir und sagt, ja, grüß Gott, Herr Gläuber, hier ist so und so vom Militärkommando St. Pölten. Ich habe ein paar Fragen an Sie. Und ich war davor in einer Situation, dass ich zwiegespalten war, so, wohin gehe ich nach dem Zivildienst? Ich würde gerne eine Bibelschule machen, aber wo mache ich das, wie mache ich das? Und ich habe zu Gott wirklich gesagt, hey, ich möchte eine eindeutige Antwort in meinem Herzen. Und sie stellt mir ein paar Fragen und sagt, es ist so, wenn Sie in Ausbildung sind für den geistlichen Dienst, ich kann Sie zwar nicht in den Zivildienst geben, aber ich kann Sie freistellen vom Dienst, wenn Sie eine Ausbildung machen, die zählt. Und ich habe mir gedacht, Gott ist so gut. Wow. Und es war so klar auf einmal in meinem Herzen, dass Gott hat so viele Probleme gelöst. Erstens, ich musste nicht zum Militär. Zweitens wusste ich auf einmal, was ich machen soll. Und das war eine pastorale Ausbildung in Österreich mit der Rema Bibelschule. Mhm. Und es war so klar und es ist so ein tiefer Frieden auf einmal in meinem Herzen. Mhm. Und das ist das, was ich gerade mache. Also ich arbeite nebenbei 30 Stunden und mache die Rema Bibelschule jetzt und den Ausbildungsweg zum Pastor. Wow. So ja. Cool. Und wie alt bist du? Ich bin 19. 19? Wow, also ich kenne nicht viele 19-Jährige sonst, die gerade Ausbildung zum Pastor machen. Ja, das stimmt wahrscheinlich. Und verstehen das die meisten Leute? Ist das für die meisten Leute so ein normaler Berufsweg? Gibt es da vielleicht manchmal Fragen, wenn du sagst, ich studiere Pastor, ich werde Pastor werden oder so? Es gibt natürlich voll viele Fragen und das ist extrem verständlich, weil wie viele 19-Jährige kennt man so in seinem Umfeld, die sagen, sie möchten in einer Kirche Pastor werden und studieren jetzt deshalb in einer Bibelschule. Ja. Da gibt es nicht so viele und ich glaube, dass es für die Leute voll interessant ist und sie merken, irgendwas ist anders mit ihm. Was ist anders? Warum macht er das mit 19? Warum würde er sein Leben verschwenden? Ja. Das ist das, was ich auch manchmal kriege in der Arbeit. So, das macht man, wenn man älter ist oder so. Mhm. Aber dadurch entstehen die coolsten Gespräche. Mhm. Dass ich kann einfach easy und locker von Jesus erzählen, was machen wir in der Gemeinde, ist dann die Frage. Und dann kannst du einfach nur darüber erzählen, hey, wer ist Jesus für mich? Das feiern wir in der Gemeinde. Und ich habe schon wirklich viele coole Gespräche durch das gehabt und es öffnet Türen, wo ich hingehe. Weil das merken wir auch, wenn ich erzähle, was wir machen, dann ja, okay, du bist Lehrerin, was macht dein Mann? Ja, Pastoralassistent. Dann ist das immer gleich die erste Tür in, was machen wir eigentlich mit unserem Leben? Ja, aber ich denke, das ist so gut, weil wir wissen ja, Gott hat einen Plan für unser Leben. Und diese Geschichte hat eigentlich begonnen damit, dass du etwas machen wolltest oder eher nicht machen wolltest, so wie diesen Militärdienst. Und du bist unterwegs und kümmerst dich einfach um deine Alltagsgeschichten des Lebens und dann hörst den Heiligen Geist, wie er sagt, stopp. Ja. Und das ist dann der entscheidende Moment. Das stimmt. Wo ich die Entscheidung treffen kann, dass ich entweder höre oder nicht. Mhm. Und man sieht, es führt einfach zu Segen. Gott hat etwas vor mit dem. Und genau, Coco, vielleicht magst du erzählen. Also ich sollte am Anfang sagen, die Coletta ist eine absolut unglaublich gute Tänzerin und ist extrem talentiert in diesem Bereich. Und du hast ja vor, auch jetzt bald eine Bibelschule zu beginnen mit einem Schwerpunkt von der Ausbildung in Tanzen. Genau. Und wie hängt das zusammen? Warum würde man eine Bibelschule machen, um dort tanzen zu lernen? Die Bibelschule ist ein Hillsong in Australien, in Sydney.
Und es ist eine ganz normale Bibelschule, die du nebenbei machst. Und du wirst währenddessen eben im Tanz ausgebildet, damit du dann den Tanz in deine Gemeinde reinbringen kannst oder eine christliche Tanzgruppe eröffnen kannst sozusagen. Und das ist auch etwas, was ich machen möchte. Also ich möchte unbedingt eine neue Art von Lobpreis erschaffen, aber ich möchte, dass mehr Menschen nicht nur sehen, dass man Lobpreis machen kann, indem man singt oder ein Instrument spielt, sondern dass du auch das wirklich mit deinem ganzen Körper machen kannst, indem du halt tanzt und das sozusagen zum Ausdruck bringst. Und ich bin nicht ganz sicher, wie sie das machen in Australien, aber ich finde es ziemlich, ziemlich cool, dass sie auch das Bibelstudium halt auch dabei haben, weil du halt dann durch dieses Studium von der Bibel, du kannst so viele Sachen da rausschöpfen, die du dann eben auch in den Tanz reinbringen kannst. Und das möchte ich auf jeden Fall auch machen. Und das ist, was so cool ist, dass Gott ist nicht irgendwie beschränkt auf Lobpreis nur mit Singen, sondern es gibt so viele andere Sachen. Und ich finde, das Tanzen manchmal, da wird manchmal ein bisschen drüber geschaut. Und deswegen freue ich mich voll, dass ich da hingehen kann und dass ich das gleichzeitig machen kann. Also ich mache jetzt auch die Rema Bibelschule. Ist auch sehr, sehr cool. Ja. Und jetzt gehe ich dann aber hoffentlich im Jänner, dann geht's los in Sydney, wo ich mich halt schon sehr freue. So cool. Cool. Ja, und dann eigentlich zu unserer ersten Frage, wenn man das so sagen kann. Glaubt ihr, dass Gottes Berufung einfach nur ein Schicksal ist, dass es einfach passiert und man geht diesen Weg, oder glaubt ihr, dass da schon mehr dazu kommt oder dazu spielt? Ich glaube, es ist viel, viel mehr, weil wenn ich an das Wort Schicksal denke, dann denke ich daran, dass egal was ich mache, es passiert sowieso. Ja. Und mit Gottes Plan ist es nicht so. Es ist nicht, dass egal was ich mache, es passiert sowieso. Und Gottes Plan ist so viel größer als irgendein Schicksal, was mir widerfahren könnte. Weil in Gottes Plan ist, das ist der Ort, wo ich meine Erfüllung für mein Leben finden kann und jetzt auch tue. Ja. Und deshalb ist es halt viel, viel mehr als mein Schicksal. Und der aktive Teil, den ich beitragen kann, das ist auch der coole Teil, finde ich, dass man selber mit seiner eigenen Entscheidung mitgestaltet in diesem Plan. Weil ich kann Nein sagen zu den Sachen, die der Heilige Geist von mir möchte, oder Ja sagen. Das heißt, ich habe eine Wahl in diesem Plan. Ja. Und das ist so was Schönes an dem Ganzen, finde ich, weil bei Schicksal hat man das Gefühl, man hat keine Wahl, es passiert. Aber ich mag das an Gott, dass er lässt einem trotzdem die Wahl, auch wenn er das Beste für einen vorbereitet hat. Er lässt dir die Wahl, dich dafür zu entscheiden, und das ist die großartige Liebe, finde ich. Und das ist so anziehend an seinem Plan noch dazu. Ja. Abgesehen davon, dass er perfekt ist. Ja, absolut. Ich meine, auch das, was interessant ist, dass dieses Wort Berufung, dort wo man das findet in der Bibel, das Wort, was übersetzt wird mit Berufung, bedeutet eigentlich, es bedeutet ein Rufen, aber es bedeutet auch eine Einladung. Mhm. Also wenn Gott Berufung schenkt, dann kann man sich das wirklich vorstellen wie eine Einladung, dass er dich mitnehmen möchte in ein Leben, was er für dich bereitet hat. Und wir wissen auch aus Erfahrung her, dass der Plan Gottes, die Berufung Gottes, dem nachzufolgen, das ist genau der Ort, wo man einfach am allerglücklichsten auch ist. Ja, das stimmt. Ja, ganz egal, wo er dich hinleitet, dort, wo er ist, dort ist auch Happiness. Ja, und Gottes Berufung ist ja wirklich das Allerkostbarste, was wir in unserem Leben haben und was auch so wichtig ist, dass wir es bewahren und dass wir es auch zur Priorität machen. Weil ich glaube, manchmal können wir so abgelenkt sein von einfach so vielen anderen Dingen, die rund um uns passieren, und auch von diesen ganzen anderen Optionen, denen wir nachgehen könnten. Mhm. Aber wirklich, sie so bewusst zu entscheiden, Gottes Plan für mein Leben ist Nummer eins und dem werde ich nachgehen mit allem, was ich habe, ist, glaube ich, wirklich was Allerkostbares. Komplette. Und jetzt stell ich dir die Frage, Coco. Das ist die Frage, die alle Christen haben. Die wird jetzt beantwortet. Also passt ganz genau auf. Die Frage, die alle Christen haben, ist: Wie finde ich meine Berufung? Woher kann ich wissen denn, was Gott eigentlich von mir möchte? Okay, also am Anfang würde ich mal sagen, okay, lies die Bibel. Dann lernst du Gott besser kennen. Und dann weißt du auch besser, wie er zu dir spricht. Und das würde ich auf jeden Fall mal sagen, okay, hier, lies die Bibel und auf jeden Fall lass dich vom Heiligen Geist leiten. Das ist das Allerwichtigste, finde ich auch, dass du gibst Gott wirklich alles und sagst, hey, okay, ich überlasse das jetzt dir, weil das ist dein Plan. Und deswegen lass dich vom Heiligen Geist wirklich komplett leiten und erfüllen und lies Bibel, und das macht es dann alles auch irgendwie einfacher herauszuhören, ob es jetzt Gott ist oder ob das jetzt nur irgendwie ein Wunsch von mir ist, ob das wirklich Gott mir ins Herz gelegt hat jetzt. Ja. Ich finde, das kann man dann auch viel besser auch unterscheiden.
Ob ich jetzt sage, okay, boah, das ist jetzt voll was von Gott, dem gehe ich jetzt nach. Oder ob es ist so, okay, möchte ich das eigentlich oder ist das jetzt gerade nur mein Wunsch? Und auf jeden Fall der Heilige Geist, der hilft immer und überall. Also ich würde wirklich sagen, hey, fokussiere dich auf den Heiligen Geist und auf jeden Fall Bibel lesen. Aber Bibel lesen ist immer gut. Ja, absolut. Und ja, das ist genau wie dieses Stopp danach, gell? Da hat auch der Heilige Geist gesprochen. Voll. Und es sind oft halt so kleine Sachen und so unmerkliche Sachen. Es ist nicht, ich finde, manchmal, wenn man das Wort Berufung hört, kommt es einem vor wie so ein großer Mythos. So was ist meine Berufung? Aber ich kann glücklich sagen, dass ich jetzt gerade meine Berufung lebe. Und das ist nicht etwas, dem ich die ganze Zeit nachjagen muss, wo ist meine Berufung? Das stimmt, Sondern du kannst, indem du das machst, was Gott sagt, was er zu dir sagt, lebst du in deiner Berufung. That's right. Und das ist, ich bringe mich zu 110% dort ein, wo Gott mich hingepflanzt hat und tue dann zusätzlich noch die Dinge, die der Heilige Geist von mir verlangt. Und damit bin ich in Gottes Plan und in seiner Berufung. Ja. So gut. So gut. Und gibt es da vielleicht oder habt ihr was, was ihr uns mitgeben könntet, wie man irgendwie Gottes Berufung schneller vorantreiben kann? Oder gibt es irgendwas, wie man das beschleunigen kann? Ja, oder was glaubt ihr, ist wichtig einfach, dass man das erfüllt? Genau, was ist, wenn ich weiß nicht, ungeduldig bin oder man denkt, ich müsste schon mehr sehen oder ich müsste schon mehr erleben, ich habe Größeres im Herzen, als was ich um mich herum habe. Und wenn ich ungeduldig werde, dann wie kann ich das irgendwie schauen, dass das schneller vorangeht? Ich habe schon Momente gehabt, wo ich natürlich ungeduldig war, weil ich habe Dinge in meinem Herzen, die sind auch größer als das, wo ich jetzt bin. Und das ist auch gut so, weil ich weiß, dass Gott diese Träume in mein Herz legt für einen späteren Zeitpunkt. Und immer wenn ich das Gefühl habe, dass ich ungeduldig wäre, und das ist nicht selten, so ehrlich darf ich sein, weil ich bin nicht so ein geduldiger Mensch, dann erinnere ich mich einfach an die letzten paar guten Dinge, die Gott in meinem Leben getan hat, durch meine Berufung. Dann bin ich auf einmal automatisch viel dankbarer für, wo ich jetzt gerade bin und auch, wie ich dort hingekommen bin. Und meistens sehe ich, es tut sich viel im Leben, aber man vergisst es manchmal. Ich erinnere mich an solche Sachen und wirklich vorantreiben, würde ich sagen, kannst du Gottes Plan nicht, weil er hat ein perfektes Timing für Dinge. Aber schau einfach, dass du in seinem Timing bist. Schau nicht, dass du hinterher rennst, weil das ist, glaube ich, was eher passieren kann, als dass du ihn vorantreibst. Das wird nicht passieren, aber es kann sein, dass du abfällst und irgendwie hinterher bist quasi. Yeah. Und einfach, indem man dranbleibt an den Dingen, die Gott einem aufs Herz gelegt hat und treu ist in diesen Dingen. Yeah. Dann bist du in seinem Timing. Und dann werden auch die größeren Träume, die du in deinem Herzen hast, die von Gott sind, die werden dann auch kommen in späterer Folge. Ja. Ja. Ich glaube, Treue ist wirklich ein sehr entscheidendes Wort. Wenn wir im Kleinen treu sind und treu sind in dem, was Gott uns anvertraut hat, dann wird er uns auch seine weiteren Schritte zeigen. Ja. Hat mehr für uns dann. Voll, es ist so, wie man hört, dieses große Lob, wenn man dann vor Jesus steht, ist dann nicht gut gemacht, du talentierter Diener oder so. Es ist gut gemacht, du treuer Diener. Und das ist absolut, ganz sicher ein Schlüssel. Vielleicht, Coco, hast du eine Ermutigung für vielleicht Leute, die jetzt gerade zuschauen, die eine Berufung im Herzen verspüren, aber die vielleicht noch nicht darauf reagiert haben. Und das kann mehrere Gründe haben, aus Angst oder vielleicht hat der Moment heute herausfordernd gewirkt oder etwas. Aber wenn man etwas im Herzen hat und eine Berufung Gottes verspürt und noch nicht darauf reagiert hat vielleicht, was hättest du für eine Ermutigung für solche Leute? Vielleicht magst du es ihnen einfach direkt sagen. Okay, also wenn du eine Berufung in deinem Leben hast und du hast irgendwie Angst oder du hast das Gefühl, du kannst es nicht, dann möchte ich dir einfach sagen, dass Gott dich aus einem bestimmten Grund dazu berufen hat, dass du das machst. Und du bist komplett qualifiziert dafür, dass du das machst. Und das musst du wirklich auch in deinem Herzen annehmen. Nicht nur denken, okay, hat mir Gott was gesagt oder so, sondern hey, nimm das komplett in deinem Herzen an und vertrau auf ihn. Wirklich vertrau auf ihn, gib dann alles, was du hast, gib ihm, weil er wird hundertprozentig das Beste draus machen. Wenn du wirklich auf Gott vertraust und ihm alles gibst, dann ist das Ergebnis und das Resultat von dem Ganzen hundertprozentig
gut, weil Gott ist wirklich immer gut und du brauchst wirklich gar keine Angst haben, weil warum wird dir Gott einen Plan geben, wo du Angst haben musst? Das wäre dann kein liebender, Vater oder so. Also du bist wirklich zu 100% komplett qualifiziert dafür, in seinem Plan auch zu leben, und mach dir auch keinen Stress, wenn du glaubst, du bist irgendwie komplett hinten nach oder du kennst dich nicht aus, weil der Heilige Geist leitet dich, aber du musst es nur zulassen. Du musst nur sagen, okay, hey, ich möchte es wirklich annehmen, dass du mich leitest, Heiliger Geist. Ich möchte es annehmen, Gott, dass du mir wirklich deinen Plan offenbarst, und er wird es machen, weil er ist genauso treu dir, wie du auch ihm bist, und das ist eine voll, voll gute Sache. Und ich sage dir einfach, hey, gib's ihm, vertrau komplett auf ihn, und du wirst so coole Sachen erleben, es wird noch so viel passieren, und ich sage dir einfach, hey, es wird komplett gut, und hab einfach keine Angst, weil Gott passt immer auf dich auf. Er ist immer für dich da in jeder Situation. Oh, praise God. So good. Ich habe auch wirklich den Eindruck, dass das jetzt für jemand ganz Besonderes war. Und der Heilige Geist hat dich jetzt gerade erinnert an etwas, was er dir vor langer Zeit gesagt hat, und du hast es noch nicht gemacht. Und er würde sagen, der Zeitpunkt ist noch nicht zu spät. Du kannst immer noch einsteigen. Und wie die Gurko gesagt hat, du bist qualifiziert und du kannst einsteigen. Hab keine Angst. Praise God, this was so good. Halleluja. Very good. Vielleicht, Elias, hast du Ermutigung für uns oder für Leute, die noch nicht wissen, welchen Weg sie einschlagen sollen, wenn es um ihr Berufen geht? Ja, ich glaube, ich bin persönlich extrem davon überzeugt, dass Gott kommt nicht zu spät. Ich habe es so oft erlebt in meinem eigenen Leben. Immer wenn ich schon gestresst war und wenn ich glaubt habe, okay, jetzt wird es knapp mit der Zeit, Gott war nicht zu spät. Er hat die richtigen Leute zur richtigen Zeit an meiner Seite gestellt. Er hat die richtigen Entscheidungen für mich dann teilweise getroffen und andere Leute treffen lassen, einfach, dass sein Plan für mich aufgeht. Und seid einfach dessen bewusst, dass Gott ist niemals, niemals, nie zu spät, wenn es um seinen eigenen Plan geht. Er ist nicht hinterher, sondern er geht vor dir und er geht mit dir durch diesen Plan durch. Yes. That's good. Praise God. Ja, und wir haben ja heute den letzten Abend von der Glaubenskonferenz und wir haben ja wirklich schon starke Sachen erlebt, starke Zeiten in der Gegenwart Gottes und mit dem Heiligen Geist. Und wir werden jetzt dann auch gleich in den Lobpreis reingehen und wir sind in großer Erwartung, dass wir heute empfangen werden vom Herrn. Wir glauben wirklich, dass das Feuer des Heiligen Geistes uns heute Abend auch wieder erfüllen wird und dass wir Dinge sehen und hören werden, Halleluja, die Gott für uns bereitet hat. Deswegen, wir werden jetzt beten miteinander, bevor wir in den Lobpreis starten. Und ich mag auch jetzt alle bei den Watchpartys und zu Hause einfach ermutigen. Nimm dir jetzt diese Minute, währenddem wir beten, und lass uns jetzt einfach in unserem Herzen, lass uns ausstrecken nach dem Heiligen Geist. Sag ihm jetzt, was deine Erwartungen sind für diesen Abend, und empfange im Glauben von ihm. Vertrauen wir gemeinsam dem Herrn, dass er große und mächtige Dinge in unserer Mitte tun wird. Weißt du, Pastor Fred hat gesagt, ein Wort von Gott kann dein Leben verändern. Halleluja. Also lass uns unser Herz in diese Richtung einfach ausstrecken und lass uns jetzt miteinander beten. Halleluja. Herr, wir danken dir jetzt für diesen Abend heute. Danke, dass du so, so gut bist. Und wir danken dir, dass du einen guten Plan und eine göttliche Berufung für jeden Einzelnen hast. Yes. Danke, Herr, dass wir nicht berufen sind, weil wir so gut sind oder so talentiert sind, sondern weil du uns liebst und weil du uns eine übernatürliche Aufgabe und Bestimmung gegeben hast. Danke, Herr, dass wir zu einem göttlichen Zweck erschaffen wurden, dass du uns Sinn in unserem Leben gegeben hast, das mehr ist, als nur auf dieser Erde zu leben und existieren, sondern dass es wirklich Ewigkeitswert hat. Und ich bitte jetzt für jeden Einzelnen, auch die zuschauen, danke, Herr, dass wir wirklich treu in dem wandeln dürfen, was du für uns vorbereitet hast. Danke, Herr, dass wir einfach gehen dürfen in dem Wissen, dass du mit uns bist, dass du bei uns bist, dass du uns niemals verlässt. Und ich möchte uns auch wirklich einfach ermutigen, dass wir wirklich und uns auch neu hingeben und uns entscheiden, dass wir 100% für die geben. Yes. Dass wir nicht Umwege gehen, dass wir nicht rechts und nicht nach links gehen, sondern dass wir auf dich schauen, unser Vater, und dass wir einfach wirklich alles geben für die Sache des Herrn. Danke, Herr, dass an dem
deinen Platz zu sein, an deiner Seite zu sein, der allerbeste Platz ist. Danke, dass wir nirgendwo anders glücklich sein werden und zufrieden sein werden. Wir können an dem ungewöhnlichsten Ort sitzen und erfüllt sein von deiner Gegenwart und voll mit Bestimmung und Zweck. Danke, Herr, dass du uns alle berufen hast mit einem heiligen Ruf. Ich segne uns jetzt alle und wir danken dir für all das, was du für uns heute vorbereitet hast. Danke, Herr, dass gute Dinge heute passieren werden, dass du uns berühren wirst, dass du kommst mit deiner Gegenwart und wir danken dir. Wir machen unsere Herzen weit auf. Wir wollen mehr von dir und wir wollen heute von dir empfangen in Jesu Namen. Halleluja. Amen. Amen, Amen, Amen. Amen.